Globalisierung als Schlüssel der weltweiten US-Dominanz. Meine Damen und Herren, unter Globalisierung versteht man im Allgemeinen eine internationale Verflechtung in unterschiedlichsten Bereichen, um vordergründig Frieden und Ausgewogenheit in der Welt voranzutreiben. Kritische Stimmen definieren die Globalisierung hingegen als den Versuch, eine autoritäre, eine Weltregierung unter US-Herrschaft aufzurichten. Letztere Definition wird oft als Verschwörungstheorie verunglimpft, allerdings zu Unrecht, wie diese Sendung aufzeigen soll. Jemand, der mit dieser Thematik bestens vertraut sein dürfte, ist Thomas P. M. Barnett, ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Militärgeostratege. Anfang 2000 wurde Barnett von der angesehenen Wall Street-Firma Cantor Fitzgerald eingeladen, um ein Forschungsprojekt zur weltweiten Umsetzung der globalen Wirtschaftsordnung zu leiten. Wissenschaftler, führende Militärs, gewichtige Vertreter der Wall Street und von Thinktanks, also Denkfabriken, sollten daran teilnehmen. In dem im Jahr 2004 erschienenen Buch The Pentagon's New Map, zu Deutsch des Pentagons neue Landkarte, schrieb Barnett, dass das Ergebnis dieses Projektes, ich zitiere, eine Reihe von zukunftsweisenden Kriegsspielen sein würde. Nur wenige Tage nach den Anschlägen des 11. September 2001 erfolgte Barnetts Versetzung ins Pentagon als Berater für Strategiefragen in das Büro von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Gemäß dem deutschen Historiker und Publizisten Richard Mehlisch, der sich intensiv mit Barnett und seinen Büchern auseinandergesetzt hat, soll Barnett in alle Entscheidungsprozesse der höchsten Geheimhaltungsstufe des Pentagons eingeweiht sein. Einen Namen als führender Geostratege erlangte Barnett mit seiner geopolitischen Theorie der sogenannten Core, zu Deutsch Kern, und Gap, zu Deutsch Lückenländer. Core-Länder sind diejenigen, die global funktionieren und vernetzt sind. Zu ihnen gehören laut Barnett unter anderem Nordamerika, Europa, Japan und Australien. Damals im Jahr 2004 war auch noch Russland aufgezählt. Gapländer sind diejenigen, die der Globalisierung Widerstand leisten. Zu den Gapländern gehören Regierungen, die die Förderung und den Abbau ihrer Rohstoffe im Namen des Volkes verstaatlichen, so Barnett. Darunter seien südamerikanische, afrikanische und asiatische Länder. Der Schlüssel zu den geostrategischen Ideen Barnetts ist der, dass die Vereinigten Staaten vermeintliche Sicherheit in diese Lückenländer exportieren. Die Lückenländer, also Gapländer, sollen sich auf diesem Weg mit dem funktionierenden Kern, also den Core-Ländern, verbinden. Auch so Barnett, wenn dies bedeutet, dass man in den Lückenländern Kriege auslösen muss. Barnett machte nie einen Hehl daraus, was er unter Globalisierung versteht. Die USA als multinationale Staatenunion sei der Leuchtturm der Globalisierung. Wir zitieren Barnett aus seinem Buch The Pentagon's New Map. Schließlich ist Amerika das einzige Land der Welt, dem bei seiner Gründung mit voller Absicht die Ideale des Fortschritts in Richtung auf die eine globale Welt eingehaucht und mitgegeben wurden. Wir sind die personifizierte Vernetzung. Die Globalisierung ist Amerikas Geschenk an die Welt. Dieses Erbe zu leugnen, hieße die treibende Rolle unseres Landes als Führungsmacht der Welt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu leugnen. Oder vereinfacht gesagt, wie es der US-Politikwissenschaftler und ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger ausdrückte: Globalisierung ist nur ein anderes Wort für US-Herrschaft. Laut Barnett seien bereits seit 1870 Erfolge einer ersten Globalisierung erreicht worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1945 hätten die USA die Errichtung einer neuen globalen Weltordnung beschlossen und schritten deshalb zur Umsetzung der Globalisierungsphase 2. Barnett-Kenner Richard Mehlisch versteht darunter Folgendes, was alles kurz nach 1945 stattfand: Die grundlegende Umorganisierung der US-Regierung. Die Gründung des US-Auslandsgeheimdienstes CIA im Jahr 1947. Die Schaffung einer ganzen Reihe internationaler Organisationen wie der Vereinten Nationen, die UNO, des
Internationalen Währungsfonds, IWF, der Weltbank, der Weltgesundheitsorganisation, WHO und anderen mehr. Und die Einführung neuer ökonomischer Spielregeln wie dem GATT, einem internationalen Zoll- und Handelsabkommen. Und dem Abkommen von Bretton Woods zur Kontrolle westlicher Währungen. Sowie das Schmieden neuer Militärallianzen wie der NATO. Sie sehen, meine Damen und Herren, wie die US-amerikanische Federführung in der ganzen Globalisierungsgeschichte kaum zu leugnen ist. Was global als Sicherheit, Friede und Ausgewogenheit verkauft wird, erweist sich in Wirklichkeit als heimtückischer Plan, die US-Alleinherrschaft auf diesem Planeten zu verwirklichen. Sehen Sie in einer noch diese Woche folgenden Sendung mit dem Titel Die Flüchtlingsströme in die EU sind eine US-Globalisierungsstrategie, wie eine weitere Strategie Barnetz in die Tat umgesetzt wird. Auf Wiedersehen. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass in den Nachrichtensendungen vier Themen immer wieder im Zentrum stehen? Zum Beispiel lauteten am 12. August 2015 im Schweizer Radio SRF1 die Schlagzeilen hauptsächlich folgendermaßen: Erstens, dass sich auf der griechischen Insel Kos dieser Tage ein Flüchtlingsdrama abspiele. Zweitens, dass Erdöl und Gold so billig seien wie noch nie. Drittens, dass sich der Schweizer Franken erneut abgeschwächt habe. Und viertens hieß es in einer Meldung vom 13. August 2015, dass Kampfflugzeuge der USA in der Türkei gestartet seien, um Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat, kurz IS, anzugreifen. Bei diesen vier Meldungen handelt es sich bei weitem nicht um einen Zufall. Steckt doch genau hinter diesen vier Themen eine Globalisierungsstrategie, die der sogenannten vier Flows, zu Deutsch Ströme oder Bewegungen. Diese Strategie stammt von Thomas Barnett, einem US-amerikanischen Politwissenschaftler und Militärgeostrategen. Über Barnett und die Globalisierung als Schlüssel der weltweiten US-Dominanz wurde in der gestrigen Sendung vom 14. August 2015 ausführlich berichtet. So wie die Globalisierung bis heute konkret umgesetzt und vorangetrieben wird, hat es Thomas Barnett in seiner Globalisierungsstrategie der vier Flows bereits dargelegt. Ich zitiere Barnett aus seinem im Jahr 2004 erschienenen Buch The Pentagon's New Map, zu Deutsch des Pentagons neue Landkarte. Als Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren der Globalisierung müssen vier dauerhafte und ungehinderte Flows gewährleistet sein. Erstens, der ungehinderte Strom von Einwanderern, wobei dieser vor allem auf Europa abzielt und von keiner Regierung oder Institution verhindert werden darf. Zweitens, der ungehinderte Strom von Erdöl, Erdgas und allen anderen Rohstoffen, wobei sich Rohstoffe nicht in den Händen von Staaten befinden dürfen, sondern privatisiert und internationalisiert werden müssen. Drittens, das Hereinströmen von Krediten und Investitionen, das Herausströmen von Profiten, wobei es zu einer gegenseitigen Abhängigkeit der Länder kommen soll und Gewinne in US-Dollar ungehindert in Richtung der USA fließen können. Viertens, der ungehinderte Strom US-amerikanischer Sicherheitstechnik und Kräfte, wobei kein Staat US-Militäreinsätze und sonstige US-unterstützte Kriege hindern darf. In unserer heutigen Sendung geht es um Punkt 1, den ungehinderten Strom von Einwanderern, den wir uns näher anschauen wollen. Dabei zielt Barnett unmissverständlich auf Europa ab. Europa müsse bis zum Jahr 2050 anstatt nur 300.000 jährlich 1,5 Millionen Immigranten hereinlassen. Man kann jedoch davon ausgehen, dass sich diese Prophetie Barnetts weit früher erfüllen dürfte. Vordergründig geht es Barnett darum, aufgrund einer schnell alternden Bevölkerung in Europa dessen Bevölkerungsziffern konstant zu halten. Deshalb müsse Europa seine Schleusen für den ungehinderten Einwanderungsstrom öffnen. Tatsächlich geht es Barnett um Wirtschaftsinteressen und wie wir bereits in der Sendung vom 24. April 2015 berichteten, soll durch eine Vermischung der Rassen eine Bevölkerung geschaffen werden, deren durchschnittlicher Intelligenzquotient bei 90 liegt. Intelligent genug zum Arbeiten, einfältig genug, um keinen Widerstand zu leisten. Denn in den sogenannten globalisierten europäischen Kernländern erhebe sich heftiger Widerstand. Diese lehnten zwar keine wirtschaftlichen Vorteile ab, sondern ich zitiere Barnett aus seinem Buch: Sie würden den Verlust ihrer Identitäten
innerhalb einer durch die Globalisierung gleichgeschalteten, urbanisierten, aufgespaltenen Masse, in der jeder seine Einzelinteressen vertritt, befürchten. All diese, die gegen die Vermischung von Rassen und Kulturen wettern, nennt Barnett Spinner sowie Revolutionäre und Terroristen, die mit allen Mitteln bekämpft werden sollen. Ich zitiere Barnett. Rechtsgerichtete und einwanderungsfeindliche Politiker müssen zum Schweigen gebracht werden und haben von der Bühne zu verschwinden. Und zwar schnell. Im Weiteren droht er, jawohl, ich nehme die vernunftwidrigen Argumente unserer Gegner zur Kenntnis. Doch sollten sie Widerstand gegen die globale Weltordnung leisten, fordere ich, tötet sie. Wie sich nun die US-amerikanische Federführung hinter den Flüchtlingsströmen in der Praxis erweist, beleuchteten wir schon im April in der Sendung Moderner Krieg gegen Europa, US-Schiffe bringen Flüchtlingsmassen nach Europa. Weitere Beispiele dazu sehen Sie in der morgigen Sendung Die US-amerikanische Handschrift hinter den Flüchtlingsströmen. Auf Wiedersehen. In der gestrigen Sendung: Die Flüchtlingsströme in die EU sind eine US-Globalisierungsstrategie, wurde die Globalisierungsstrategie der vier sogenannten ungehinderten Flows, zu Deutsch Ströme, erläutert. Diese stammt vom US-amerikanischen Militärgeostrategen Thomas P. M. Burnett. Ich zitiere Burnett. Als Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren der Globalisierung müssen vier dauerhafte und ungehinderte Flows gewährleistet sein. Auch die gegenwärtigen, beinahe überbordenden Flüchtlingsströme nach Europa erweisen sich als Teil dieser Strategie, nämlich der ungehinderte Strom von Einwanderern. Wobei dieser vor allem auf Europa abzielt und laut Burnett von keiner Regierung oder Institution verhindert werden darf. Nationale Grenzen sollen aufgelöst, Rassen vermischt und dadurch Werte und Religion abgeschafft und der Weg zu einer globalen neuen Weltordnung geebnet werden. Wie nun die US-amerikanische Handschrift hinter den Flüchtlingsströmen zu finden ist, berichteten wir bereits in der Sendung vom 23. April 2015. Im Folgenden werden nun vier weitere Beispiele aufgeführt. Beispiel Nummer 1. Noch im Jahr 2010 kündigte der ehemalige EU-Kommissar Antonio Vitorino ein Pilotprojekt für 5 nordafrikanische Staaten an. Vitorino hierzu wörtlich. Zusammen mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR will man Tunesien, Libyen, Algerien, Marokko und Mauretanien helfen, eigene solide Asylsysteme aufzubauen und europäische Standards bei der Aufnahme von Flüchtlingen einzuhalten. So könne der Zustrom nach Europa reduziert werden. Auch die Staatschefs von Libyen, Tunesien und Ägypten waren in dieses Konzept eingebunden und halfen bei der Kontrolle der Flüchtlingsströme. Ziel war, den Flüchtlingen in Afrika so gute Bedingungen zu schaffen, dass sie auf ihrem Kontinent bleiben wollen. Mit dem Start des sogenannten Arabischen Frühlings, der nachweislich von den USA orchestriert wurde, wurde das Pilotprojekt gestoppt und nicht weiter realisiert. Die Länder wurden destabilisiert und Libyen unter US-Regie zerbombt. Zurück blieb ein riesiges Chaos und nicht enden wollende Flüchtlingsströme. Beispiel 2. Viele Menschen in Europa stellen sich zu Recht die Frage, woher denn die Flüchtlinge das Geld nehmen, um die horrenden Summen an die Schlepper zu zahlen. Eine mögliche Antwort veröffentlichte das renommierte österreichische Magazin InfoDirect am 5. August 2015. Gemäß Informationen eines Mitarbeiters des österreichischen Abwehramts sollen Erkenntnisse darüber vorliegen, dass US-Organisationen die Schlepper bezahlen, welche täglich tausende Flüchtlinge nach Europa bringen. Folgendes soll der Geheimdienstmitarbeiter gegenüber InfoDirect gesagt haben. Ich zitiere. Es gibt Erkenntnisse darüber, dass Organisationen aus den USA ein Kofinanzierungsmodell geschaffen haben und erhebliche Anteile an die Schlepperkosten tragen. Nicht jeder Flüchtling aus Nordafrika hat 11.000 Euro in Cash. Fragt sich niemand, woher das Geld kommt? Das Info-Magazin fasst es wie folgt zusammen. Ich zitiere. Aus Polizeikreisen, welche tagtäglich mit den Asylbewerbern zu tun haben, sind Schlepperkosten und Zustände längst bekannt. Auch der Verdacht, dass die USA im Sinne einer geostrategischen Strategie die Finger mit im Spiel hätten, wird immer wieder geäußert. Zitat Ende. Beispiel 3.
Immer wieder tauchen im deutschsprachigen Raum Kampagnen auf, die offen zum Asylantenschmuggel nach Deutschland oder Österreich aufrufen. So zum Beispiel ruft die jüngst online gegangene Homepage www.fluchthelfer.in auf, Asylanten beispielsweise auf der Rückreise aus dem Urlaub in Italien mit dem Pkw illegal nach Österreich oder Deutschland zu schmuggeln. Ein Blick auf den Eigentümer der Seite verrät, dass die Domain der in den USA ansässigen Organisation The Ayn Rand Institute gehört. Das Ayn Rand Institute ist ein US-amerikanischer Think Tank Denkfabrik. Direktor ist der in Israel geborene Yaron Brook. Diese US-Denkfabrik setzt in der professionellen Kampagne vor allem auf Menschlichkeit und appelliert an das Mitgefühl der Europäer. Bezeichnenderweise gibt es aber in den USA, etwa zur Fluchthilfe von Mexiko in die USA, keine vergleichbare Kampagne. Ganz im Gegenteil. Die Grenze zu Mexiko ist mit einem 5 Meter hohen Grenzzaun und patrouillierenden Grenzwächtern abgesichert. Wer erwischt wird, wird festgenommen und ohne Wenn und Aber zurückbefördert. Zuletzt noch ein Beispiel, wie sich aus den Flüchtlingsströmen Geld verdienen lässt und wer wohl dahinter stecken könnte. Am vergangenen 12. August titelte die Tageszeitung Heute in Österreich, ich zitiere, Asylfirma kassierte fast 21 Millionen Euro. Betreuen, bewachen und versorgen von Asylbewerbern wird nämlich nicht vom Staat selbst besorgt, sondern von einem privaten Unternehmen. Genauer gesagt, von der in der Schweiz, in Österreich und Deutschland tätigen Firma ORS Service AG, die im Jahr 2014 rund 21 Millionen Euro Steuergelder vom österreichischen Innenministerium erhielt. Wie die österreichische Zeitung Der Standard recherchierte, stehe hinter der Aktiengesellschaft der ORS die Equistone Partners Europe. Diese wiederum gehöre rund 30 institutionellen Anlegern und der Barclays Bank, welcher als das einflussreichste Unternehmen der Welt gilt, wie Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich genau nachgewiesen haben. Laut dem Magazin Info Direkt weise Barclays als wichtige Aktionäre die international tätige Privatbank NM Rothschild aus und werde auch personell von der Bankiersfamilie Rothschild dominiert. Der Bankiersfamilie Rothschild werden laut Info Direkt Verbindungen zur Bilderberger Gruppe nachgesagt und sie gehört unbestritten zur Hochfinanz. Der Begriff Hochfinanz bezeichnet eine Gruppe, die dank ihres wirtschaftlichen Einflusses politische Macht angehäuft hat und diese hauptsächlich über private Banken ausübt. Laut Insidern spielen beide, die Bilderberger Gruppe sowie die Hochfinanz, eine bedeutende Rolle in der Durchsetzung einer globalen neuen Weltordnung unter US-Herrschaft. Verehrte Zuschauer, die US-amerikanische Handschrift hinter den Flüchtlingsströmen nach Europa ist kaum zu leugnen. Deshalb gilt es, seinen Unmut nicht an den Flüchtlingen auszulassen oder sich sogar gegen diese aufhetzen zu lassen. Dies würde nur zur weiteren Destabilisierung Europas beitragen und so den Interessen der Drahtzieher hinter der Flüchtlingstragik zudienen. Vielmehr gilt es, die US-amerikanischen Drahtzieher und ihre sie unterstützenden Verbündeten, seien es hiesige Politiker, Leitmedien oder sonstige Organisationen, aufzudecken und der ungehinderten Völkervermischung einen Riegel vorzuschieben. Und das mit derselben Taktik, wie sie von den US-amerikanischen Strategen wie dem Ayn Rand Institute angewandt wird. In ihrem Werbevideo heißt es nämlich, es kommt alles auf die Menschen an, denn Veränderung ist in uns und wir sind die Personen, die diese Gesetze erschaffen. Es kommt alles auf eine einfache Entscheidung an. Haben Sie sich schon entschieden für ein Europa, worin jegliche Identitäten, Kulturen und Werte aufgelöst werden? Oder für ein Europa mit eigenen Identitäten und Kulturen, worin Friede für alle gewährleistet ist? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen guten Abend. Guten Abend, sehr verehrte Zuschauer. Auch heute prägt die Flüchtlingsproblematik die Nachrichtensendungen des Tages. Dreimal so viel Geld wie bisher, um Flüchtlinge aus ihrer Seenot zu retten. Mit diesem Beschluss reagiert die EU auf die Situation im Mittelmeer. Doch keiner spricht davon, das Problem an der Wurzel anzugehen und der Frage nachzugehen, wie es denn kommt, dass überhaupt so viele Flüchtlinge den Weg nach Europa suchen. Unser Medienkommentar von gestern zeigt Hintergründe dazu auf.
In der heutigen Sendung nun ergänzen und bestätigen wir diese, indem wir Ross und Reiter der tatsächlichen Ursachen der Flüchtlingsproblematik beim Namen nennen. So gehört zum Beispiel Thomas P.M. Burnett zu den gefährlichsten Befürwortern einer offensiven Völkervermischung. Er war früher Strategieberater des US-Verteidigungsministers Donald Rumsfeld und ist heute Chef von Wikistrat. Wikistrat ist eine geostrategische Denkfabrik, die im Dienste des US African Command tätig ist. Das US African Command wiederum ist ein Oberkommando für US-amerikanische Militäroperationen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, mit Ausnahme von Ägypten. In seinen Büchern The Pentagon's New Map, zu Deutsch Die neue Weltkarte des Pentagon, meint also die neue Weltkarte des US-Verteidigungsministeriums, und in Blueprint for Action, zu Deutsch Bauplan für den Krieg, erweist sich Burnett als zynischer Befürworter der Globalisierung, deren Endziel sei, ich zitiere, die Gleichschaltung aller Länder der Erde. Erreicht werden soll dies, ich zitiere wieder, durch eine Vermischung der Rassen. In Europa würde laut Burnett auf diese Weise eine hellbraune Rasse mit einem durchschnittlichen Intelligenzquotient von 90 entstehen, die idealen Arbeitssklaven. Zur Information, derzeit beträgt der durchschnittliche IQ 100. Burnett warnt in seinen Büchern vor irrationalen Leuten, die diese Vermischung der Rassen bekämpfen werden. Im Weiteren droht er, jawohl, ich nehme die vernunftwidrigen Argumente unserer Gegner zur Kenntnis. Doch sollten sie Widerstand gegen die globale Weltordnung leisten, fordere ich, tötet sie. Selbstverständlich braucht es dringend Lösungen für die Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer. Diese jedoch werden letztendlich nur helfen, wenn sie an der Wurzel und bei den Verursachern der ganzen Flüchtlingsströme ansetzen. Informieren Sie deshalb Ihr Umfeld und speziell auch Politiker über diese Hintergründe. Langfristig ist das die effektivste Hilfe für die vielen Asylsuchenden, die auch nur für die Zwecke der neuen Weltordnung missbraucht werden. Danke für Ihre aktive Unterstützung. Guten Abend, sehr geehrte Zuschauer. Die Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer beschäftigen nachhaltig Europas Politiker. Denn in Libyen warten nach Angaben des Bundesinnenministers Thomas de Maizière weitere rund 1 Million Flüchtlinge auf die Überfahrt über das Mittelmeer in die EU. Es handelt sich um eine echte Völkerwanderung, sagte der CDU-Europapolitiker Elmar Brok zu Reuters. Die Rettung der Flüchtlinge aus dem Mittelmeer sei zwar wichtig, werde allein aber nicht helfen. Wenn wir nur mehr Schiffe einsetzen, werden in Libyen bald 2 Millionen Menschen warten. Bereits vor Jahren waren die EU-Politiker gewarnt worden, dass ein Zerwürfnis mit dem damaligen Machthaber Gaddafi Libyen destabilisiere und die EU-Südgrenze gefährde. Mit dem von der US-Regierung inszenierten Sturz Gaddafis endete auch seine ordnende Praxis, die der EU lange eine sichere Südgrenze gegeben hatte. Denn in einem Vertrag mit der EU hatte sich Libyen verpflichtet, Flüchtlinge in Auffanglagern zu sammeln und sie nicht in Boote nach Europa zu entsenden, sondern sie in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Gaddafi war ein Diktator, räumte etwa EU-Kommissar Günther Oettinger ein. Er hat aber in unserem Sinne dort gewisse Regeln organisiert. Jetzt haben wir ein Chaos mit Milizen. Auch EU-Außenamtssprecher Martin Schäfer sagte dazu Folgendes. Das, was wir jetzt erleben, ist die Folge eines Militäreinsatzes, der das Regime Gaddafi hinweggefegt hat, aber nichts an seine Stelle gesetzt hat. Werden die warnenden Stimmen, welche vor unbegrenzter Aufnahme von Asylanten abraten, ebenso ungehört bleiben wie jene, die von einem Sturz Gaddafis damals abrieten? Die G7 Außenminister waren sich bei ihrem Treffen in der vergangenen Woche einig, dass man die Flüchtlingsproblematik nur dann in den Griff bekommen kann, wenn man Libyen wieder stabilisiert. Wie das aber praktisch passieren soll, weiß von ihnen anscheinend niemand. Italiens Premierminister Matteo Renzi will nun das Problem mit aller Härte gegen die Schlepper angehen, die illegale Flüchtlinge in Europa einschleusen. Für Kenner der Szene ist es aber sehr fraglich, ob dieser Kampf gegen die Schlepper gewonnen werden kann,
da diese nur austauschbare Handlanger seien. Die eigentlichen Drahtzieher säßen verborgen im Hintergrund und an sie heranzukommen dürfte sehr schwierig sein. Hinter den Zehntausenden Migranten, die jedes Jahr nach Europa kommen, steckt eine Industrie, die pro Flüchtlinge mehr als 10.000 Euro kassiert. Der Gewinn vom Menschenhandel werde nur noch von dem des Drogenhandels übertroffen. Wer sind aber nun diese kaltblütigen Drahtzieher, an die man nur so schwer herankommt? Um diese Frage zu beantworten, muss man zunächst einmal schauen, woher diese Flüchtlinge größtenteils kommen. Und zwar sind dies Länder, die vom sogenannten arabischen Frühling oder von ähnlichen, von außen geschürten Unruhen heimgesucht und zerrüttet wurden und nun keine Ruhe mehr finden. Hier werden die Menschen von den organisierten Flüchtlingsindustrien angeworben, indem man ihnen eine goldene Zukunft in Europa verspricht. Dies wird zum Teil sogar von den örtlichen Medien unterstützt. Auch aus Schwarzafrika werden Flüchtlinge geworben, von denen aber sehr viele beim Durchqueren der Sahara sterben, mehr noch als über das Meer. Doch hierüber schweigen die Medien. Endlich in Italien angekommen, werden Asylanten, denen die italienische Behörde angeblich nicht mehr Herr werden kann, mit neuen Pässen und Bargeld ausgestattet und gezielt nach Deutschland geschickt. Dort überfüllen solche Flüchtlinge Ersteinrichtungslager und Auffangstellen. Krankenhäuser und Behörden sind überfordert. Trotz allem guten Wollen und aller herzlichen Hilfsbereitschaft. Die Flüchtlinge selbst merken spätestens da, dass die ihnen so versprochene goldene Zukunft in Europa nicht den Tatsachen entspricht und auch nicht entsprechen kann. Kein Wunder, dass diese betrogenen und enttäuschten Menschen ein hochexplosives soziales Unruhepotenzial bilden. Aber wer instrumentalisiert Menschen, das meint, nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch die profitgierige Flüchtlingsindustrie und nicht zuletzt auch die natürliche Hilfsbereitschaft der gastgebenden Länder in solch hinterhältiger Weise. Flüchtlinge berichten angesichts dieser Frage erstaunlicherweise davon, dass ihre Transportschiffe unter amerikanischer Flagge liefen. Augenscheinlich sitzt die US-Regierung und ihre dahinterstehende Finanzoligarchie bei dieser Völkerwanderung in der Regie. Was aber bringt sie dazu, illegal Flüchtlinge in Europa einzuschleusen? Sind es höchst löbliche, uneigennützige, humanitäre Beweggründe? Wohl kaum, denn die US-Regierung schützt ihre eigenen Grenzen gegen illegale Einwanderer absolut eisern und unbarmherzig. So ist zum Beispiel die Grenze zu Mexiko mit einem 5 Meter hohen Grenzzaun abgesichert, der sich über 3.169 Kilometer erstreckt. 17.000 Grenzwächter patrouillieren entlang der Abzäunung, mit Flugzeugen, Hubschraubern, Kameras, Drohnen und Sensoren, die auf Erschütterungen im Boden reagieren und viele mehr, suchen die US-Grenzwächter nach illegalen Grenzgängern. Wer erwischt wird, wird festgenommen und ohne Wenn und Aber zurückbefördert. Bei uns hingegen bringen US-Schiffe zigtausende von Flüchtlingen nach Europa. Wie würde wohl die US-Regierung reagieren, wenn plötzlich französische oder italienische Schiffe mexikanische Einwanderer in ihr Land einschleusen würden? Dies ist eine entscheidende Schlüsselfrage bei der Betrachtung der Flüchtlingsproblematik. Für die europäischen Länder bringt nämlich eine anhaltende US-Flüchtlingsstrategie existenzielle Probleme mit sich. Das wäre in den USA genauso. Deswegen macht man dort die Grenzen absolut dicht. Somit entpuppt sich die ganze künstlich inszenierte Flüchtlingskatastrophe nun als moderne Kriegsführung der US-Regierung und der dahinterstehenden Finanzoligarchie. Man könnte es auch so ausdrücken. Zunächst fielen in Libyen die Bomben und in Europa fallen, bildlich gesprochen, nun die Flüchtlinge. Ein hochexplosives Problem. Das ist also nichts anderes als ein fein ausgeklügelter Wirtschafts- und Finanzkrieg, der auf diesem Weg gegen Europa und speziell gegen Deutschland geführt wird. Es ist aber auch ein sozialer Krieg, denn er beinhaltet ebenso eine gezielte Unterwanderung der Familie, der Arbeitsplätze, der Kultur und Bildung. Das Ziel dieses Krieges ist klar umrissen. Es ist dasselbe wie damals beim sogenannten arabischen Frühling. Europa soll als politische, wirtschaftliche und kulturelle Größe aufgelöst werden, beginnend bei den einzelnen Ländern.
Zurück bleibt ein riesiger, destabilisierter Europabrei ohne nationale Identitäten. Ein aufgeriebenes Chaos, das sich erschöpft in die neue Weltordnung der globalen Finanzoligarchie einreihen lässt, wozu die Nationalstaaten Europas nie bereit gewesen wären. Genauso wenig, wie es die blühenden Staaten vor dem arabischen Frühling gewesen wären. Darüber, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, lohnt es sich nachzudenken. Guten Abend. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.